ihr seid ein Nichts, ne? Ihr seid dumme, hässliche Hexen. Getroffen! Mann, wieso ist es eigentlich immer so schwer, euch zu treffen hier, ja? Okay, lass uns jetzt unsere Kräfte vereinen. Okay, Kumi, Kotak und Kumi, Sexy Torm, Thermo, Hexi. Oh. Schlecht sieht sie ja nicht aus, aber sie ist böse. Komm, einmal musst du nur abschießen. Mit der Kraft des Spiegels. Ja, jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Komm. Ich schlage ja eigentlich keine Frauen, oder ich bin jedenfalls nicht dafür. Aber du gehst mal um den Senkel. Du gehst mir extrem auf den Senkel. Wow! Brauche Feuer! Also drauf habt ihr ja nichts. Wer Hengst und zugenäht? So ein widerliches Balk. Was? Hey Kumi, was schwebt da über deinem Kopf? Weiß ich nicht, aber über dir schwebt auch etwas, Kotake. Aber ich bin erst 400 Jahre alt. Und ich bin erst 380 Jahre alt. Wir sind Spinninge, mach dich nicht jünger als du bist. Du bist ja fähig, senil. Ja. Wie nennst du hier senil? Das brauche ich nicht vorlesen, das ist mir viel zu schnell. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig, Mama. Da. Ach, 13 Herzen reicht für Gandorf. So, und wenn er jetzt nicht gerade die Probleme macht, aber eigentlich sollte er nicht die Probleme machen. Da ich bis jetzt kein Problem mehr mit der Wiedergabe hier habe. Na, ich schaue sowieso nach der Aufnahme jetzt nach. Wenn nicht, ja, ein klitzekleines Problem da wieder, nehme ich wieder neu spielen. Kleine, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Auweia, ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Gandalf tun, was er verlangte.
Aber bist du nicht überrascht? Jemand wie ich ist letztendlich die Weise der Geister. Ab jetzt kämpfe ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleine? Nein. Tobias, der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast und übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es. Oh yeah. Das Amulett der Geister. Endlich haben wir alle Amulette zusammen. Wir können es also demnächst. Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Oh ja, da sind wir. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Oh, jetzt fühlen wir uns geschmeichelt. Tobias, der Auserwählte, endlich. Alle sechs Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch sollst du jene treffen, die auf dich wartet. Sie hat deine in der Zitadelle der Zeit. Tja, dahin machen wir uns natürlich auf den Weg. Ach Quatsch. Scheiße, wenn man mit den C-Kontrollen sich nicht so umgehen kann. Ja. Natürlich biegen wir uns jetzt nicht direkt hin, wir laufen einfach rein. Ich habe auf dich gewartet, Tobias. Schick! Tobias, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahren überwunden und die sechs Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe, ein letztes Zusammentreffen mit Gandalf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du meine Worte lauschen. So höre denn die Legende, die sich die Shika über das Triforce erzählten. Muss ich erst mal vorlesen oder passiert es einfach so? Suchst du das Triforce, so höre gut zu. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Aha. Ein schwarzes Herz macht es zum Ort des Übels. Ein reines Herz aber verwandelt es in ein Paradies. Das Triforce-Symbol der Macht birgt das Gleichgewicht dreier Kräfte, Weisheit, Mut und Kraft. Sind diese Kräfte ausgeglichen im Herzen des Triforce-Trägers, hat er die Macht, gerecht zu herrschen. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine drei Fragmente. Nur ein Fragment bleibt ihm. Jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an die er selbst am meisten glaubt. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Noch zwei vom Schicksal Erwählte tragen je ein Triforce-Element als Symbol auf ihren Handrücken. Aha. 7 Jahre zuvor drang Gandalf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Als das Triforce in drei Teile zerbrach, gelang es Gandalf lediglich, das Triforce-Fragment der Kraft zu erringen. Durch die Macht des Triforce-Teils wurden
seine teuflischen Kräfte verstärkt, doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Daher sucht er nun die, die auserwählt wurden, Träger des anderen Triforce-Element zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Tobias. Das Symbol der Weisheit trägt der siebte Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Na, Zelda? Ich bin es, Zelda, Prinzessin von Hyrule. Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe, doch es war nötig, da ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Heute, vor genau 7 Jahren, suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerinnen Hyrule ein. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Ja, das stimmt. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit, das Triforce fiel in Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ganondorf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen und dem Boten des Todes. In einigen Jahren gelang es mir, mich als Sheikah zu tarnen und so mein Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Die 6 Weisen werden neue Siegel erschaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Ist dies verbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm alles Böse für alle Zeit von Hyrule verschwinden, Tobias. Um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich uns schützen, bis der Plan verbracht ist. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Auf jeden Fall. Und da sind's auch schon. Die Pfeile des Lichts. Ich bin echt beim Überlegen. Dieses Beben, was geschieht hier? Das darf nicht sein. Oh doch. Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Oha! Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen.
Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforce, Symbol des Vermut. Doch mit dem Element, das er besitzt und den Triforce der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen drei Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Aha. Tja. Jetzt bin ich beim Überlegen. Mache ich Gandalf jetzt gleich hinterher oder... Nee. Wenn, dann will ich mich noch ein bisschen ausruhen. Bevor ich Gandalf wirklich erledige. Die Aufnahme-Season ist sowieso jetzt vorbei. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns. Der gute Linky und ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.